Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das große Thema Guss. Gibt es in verschiedensten Formen und Größen? Und ich erkläre euch das ein bisschen, dann machen wir wieder gemeinsam Sauerei. Ich freue mich drauf. Viele fragen uns immer, wo wir Feta-Käse, Halloumi-Käse oder ähnliches drin machen, ne? Ob man jetzt so eine Aluschale nimmt und so weiter, das finde ich alles fies. Kauft euch einmal bitte so eine wundervolle ovale Pfanne, so ein Pfännchen, dann können wir da quasi alle Sauereien drin machen und wir werden da heute einen schönen Feta-Käse drin machen. Mit im Programm haben wir auch ein sechsteiliges Pfannenset, ist was kleiner als das große Pfännchen hier, aber für Tapas als Vorspeise verschiedenst abzugrillen oder kalt einfach hinzustellen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Möglichkeiten, damit ihr ein paar Ideen bekommt. Was auch bei uns ein Renner ist, sind unsere drei verschiedenen Wokgrößen, 32, 35,5, sehr breit flach und der 36er Zentimeter Durchmesser Wok für Wokgemüse Gambapfanne. Ihr wisst Bescheid, freut euch drauf, was ich mit euch heute davor habe. Jeder kennt sie, die Waffeleisen zu Hause von irgendwelchen Firmen, die Sauereien links und rechts, es stinkt und so weiter. Wir haben Abhilfe, denn ein schönes Gusseisen, Waffeleisen und ich schwöre es euch, richtig schöne, fluffige, lockere, leckere Waffeln. Ich kann es kaum abwarten. So, weiter geht's im Programm mit einer Auswahl eines Wokes. Hier nehme ich jetzt den 32er Wok. Heute machen wir einen Asia-Wok. Und dafür ist es natürlich erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Wok richtig erstmal schön heiß werden lassen. Also ab damit solo in den Grill. So, Grill ist wie immer vorgeheizt. Jetzt kommt der Wok hier rein. Jetzt lassen wir den auch erstmal wieder 10 Minuten richtig ordentlich heiß werden. Was schmeißen wir jetzt alles in den Wok rein? Wir fangen an mit ein bisschen Möhren. Die haben den längsten Garpunkt. Dann kurz danach kommen rote Paprika. Dann haben wir hier Kaiserschoten, Mongosprossen und ganz zum Schluss Frühlingslauch. Dann bereiten wir gerade mal ein bisschen gemeinsam vor. Wichtig ist hierbei, dass wir relativ dünn schneiden, weil es ja nur ein kurz gegartes Gemüse ist. Sonst zerkocht uns das ein bisschen und dann ist es nicht mehr knackig und saftig. Und das wäre wirklich zu schade. Ne? Das heißt, schneidet ruhig dünn, lasst euch dabei Zeit, aber dann haben wir es vernünftig. Auch hier die Kaiserschoten, nehmt euch ein paar und schneidet es einfach ein bisschen runter. Ich würde sagen, wir starten wieder. Der Wok ist heiß, also kommt wieder ein bisschen Öl rein. Jetzt warten wir kurz, bis das heiß ist, das Öl. Dann die Möhren, kurz danach die Paprika, die Kaiserschoten, die Mongosprossen und ganz zum Schluss der Frühlingslauch. Dann löschen wir das ab mit ein bisschen Balsamico-Essig und Sojasauce. Abschmecken mit der Chilisauce und dem Sesamöl. Dann probieren wir das und haben ein richtig schönes, knackiges Wokgemüse. Vegetarisch kann auch sexy im Grill sein. So, Freunde, jetzt geht's ans Ablöschen. Wir haben genug das Gemüse angebraten. Es soll schön knackig und saftig bleiben. Also nehmen wir jetzt das Balsamico-Essig. Dadurch haben wir eine gewisse Säure und Süße mit dabei. Sojasauce, die salzige Note. Durch das Chiliöl hier, durch die Chilipaste, kommt eine attraktive Schärfe mit dabei und dann das Sesamöl als abgerundeten Geschmack. Somit haben wir wirklich alles mit dabei. Los geht's. So. Lassen wir das noch ein bisschen einkochen, einreduzieren, dann wird es mal ein bisschen kräftiger. Die Chilipaste ein bisschen mit dabei. Dezent, wer ein bisschen mehr scharf mag, gerne ein bisschen mehr. Aber nachschmecken kann man immer, ist zu viel drin, ist schon so ein bisschen kaputt, ne? Ich flipp aus. Wokgemüse ist fertig. Oh, wenn ihr das riechen könntet, der absolute Wahnsinn. Der war absolute Wahnsinn. Ich könnte ausrasten. Wie das hier riecht, sensationell. Und ich bin vorbereitet. Ihr wisst, es geht hier nichts weg, ohne dass ich es gekostet habe. Hört ihr das noch? Wie bissfest das ist und trotzdem gar.
Sensationell. Kommen wir zu den nächsten sehr, sehr, wie ich finde, interessanten Produkte. Die Gussfännchen, ob jetzt groß oder klein, als Vorspeise oder als Zwischengang angedacht. Ich zeige euch jetzt einfach mal die bunte Palette, was so geht. Und dafür werde ich jetzt schon mal 5 von den Fännchen in den Grill reinschmeißen, damit die ordentlich heiß werden. Fangen wir aber an mit dem großen Fännchen. Hier nehme ich jetzt ein bisschen Olivenöl. Bei dem Produkt, wir nehmen nämlich Feta-Käse, muss ich das jetzt nicht vorheizen. Es geht ja nur darum, dass der Feta-Käse quasi so ein bisschen weich wird, köcheln kann, ne? Lege ich das schön in Olivenöl hier rein. Dann habe ich hier ein bisschen getrocknete Tomate. Das passt hervorragend dazu. Dann hier ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, was wir da drüber streuen. Auch immer eine schöne Sache bei diesem Produkt. Ein bisschen Schalotten. Auch hier einmal halbieren. Runterschneiden. Und dann werden wir das auch so ein bisschen da drüber streuen. So, was auch nicht fehlen darf, ist natürlich der Knoblauch. Den drücken wir jetzt ein bisschen an, damit die ätherischen Öle so ein bisschen rauskommen und dann mit in das Öl hier reingelangen und in den Käse. Und ich finde optisch das ist einfach schon ein Riesenknaller. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ein Freund von den Gusspfannen hier bin und nicht von diesen Aluschalen. Alu, das ist immer so unökologisch irgendwie, das wirft man immer weg. Das ist schlecht bei der Produktion und schlecht zum Entsorgen. Hier, das ist einfach sehr nachhaltig und macht einfach am meisten Spaß. Ein bisschen Salz drüber und dann kommt das, liebe Freunde, einfach so oben aufs Ablagerost bei voller Temperatur, bei mittlerer Temperatur, scheißegal. Hauptsache, es wird weich und zerläuft. Ne? Schön Fännchen, Ablagerost fertig. Die sind jetzt heiß und dann kommt da jetzt ein Tropfen Öl rein und lassen das auch heiß werden. Bis gleich. So, wirklich nur ein Tröpfchen. Lass mal das schön heiß werden und dann geht's jetzt weiter. In ein Fännchen werden wir reinmachen. Ein bisschen Pfifferlinge mit Schalotten. Die Schalotten, die würfel ich uns gerade einfach mal fein. Je feiner man sowas schneidet, desto feiner schmeckt es auch. Jetzt die Pfifferlinge. Die Pfifferlinge bei den Fännchen bei der Größe vierteln wir so ein bisschen, dass wir die so ein bisschen kleiner haben. Muss ja auch gar nicht viel sein. Geht ja wirklich einfach darum, als Ambusgirl, als Gruß aus der Küche, als Vorspeise, als Tapas so gedacht, dass man da einfach so ein bisschen ein Aha-Erlebnis hat. Einfach so ein bisschen Spaß auf dem Tisch. Das ist ein riesen Eye-Catcher und ist quasi der Start von einem schönen Abend. In das nächste Fännchen hauen wir Pimentos de Padron. Damit werde ich genau was machen und vorbereiten. Nichts, stimmt. Das Öl schön heiß werden lassen, die Pimentos da rein. Dann können die schön aufplatzen, ausbraten und ganz zum Schluss werden wir das dann salzen. In einem nächsten Fännchen werden wir Datteln im Speckmantel machen. Hier haben wir die Datteln, kann man übrigens auch hervorragend so essen, ohne Speck. Aber mit Speck, mit Bacon wird immer alles leckerer. Backen wir gleich schön aus, wunderbar. Dann haben wir hier ein bisschen Cherry-Tomaten, die müssen wir auch noch ein bisschen vorbereiten. Haben wir ein Fännchen quasi mit Cherry-Tomaten, kommt ein bisschen Knoblauch mit rein, ein bisschen frische Kräuter wieder und haben auch direkt wieder was zum Naschen. Ne? So, Programm geht los. Fangen wir in einem Fännchen mit den Cherry-Tomaten an, im anderen Fännchen kommen die Pfifferlinge rein, im nächsten Fännchen bisschen Antipasti hier, ein bisschen Pimentos de Padron. Und noch ein bisschen rote Paprika. Und das muss ich erstmal ein bisschen anbraten, ne? So, komm mal hier. Komm mal gucken hier. Guck mal, Wahnsinn. Also, ne, ganz buntes Programm hier. Das zerkocht natürlich in der Hitze, die Cherry-Tomaten, die Pimentos einmal gedreht und auch da sehen wir einfach, wie schön die anbraten. Geht ja wirklich darum, einfach nur so ein bisschen Fingerfood zu haben, ein bisschen Brot dabei,
Und das reicht ja schon vollkommen aus. Ne? Guck mal, wenn ich das jetzt hier alleine anbraten würde, würde es wieder nur qualmen und brennen. Das würde keinen Spaß machen. Ne? Wir sehen das hier. Und deswegen ist es einfach schön, ein geschlossenes Produkt, ein Gussprodukt zu haben, wo das alles entspannt anbraten kann. Und wenn ich merke, es ist was zu schnell fertig, so, dann lege ich es einfach eine Etage höher, lass es da ein bisschen weiterziehen. Der Feta-Käse kommt eine Etage nach unten und dann kann das alles schön weiter angrillen. Jetzt ziehe ich einmal mit der Salzkelle hier durch und würze mal alles. Und ich meine, lasst bitte die Bilder selber sprechen, wenn man sowas irgendwie bei den Gästen präsentiert, das macht doch richtig Spaß, oder? Das sieht doch mal rattenscharf aus hier, ey. Und jetzt, ihr Lieben, es muss ja nicht immer alles vom Grill kommen. Haben wir noch ein paar Oliven hier mit dabei? Und wenn das nicht mal ein Willkommensgruß ist, dann weiß ich es auch nicht. So, ihr wisst Bescheid, ich muss hier wieder was essen. Und das ist das, was ich mit dem Feta-Käse hier meine. Ne? So, der ist jetzt butterweich, der ist richtig schön heiß. Mit dem Knoblauch, mit den getrockneten Tomaten. Dann noch ein bisschen Brot dazu reichen, da soll er noch da. Das Schöne an den Gussprodukten generell ist ja auch, dass das auch, wenn man es rausgestellt hat, schön lange heiß bleibt. Das heißt irgendwie, man kann was langsamer und in Ruhe essen und das Produkt bleibt trotzdem heiß. Großartige Sache. Mhm. Hier kann man sich jetzt darüber streiten bei den Datteln, ob vorher Öl rein muss oder nicht. Man kann sich auch darüber streiten, ob er den Pfifferlingen mehr noch rein kann. Das könnt ihr alles zu Hause in Zukunft selber ausprobieren. Ihr Lieben, jetzt ist es endlich soweit. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Endlich Süßkram. Wir machen Waffeln und dafür schmeiße ich erstmal das Waffeleisen in den Grill rein. 20 Minuten später. Das Waffeleisen ist jetzt schön heiß geworden. Ich nehme meinen Waffelteig und das Backofen-Trennfettspray von uns. Waffelteig rein, Klappe zu, Deckel zu. Jetzt lassen wir das richtig schön ausbacken. Wir drehen es nachher auch mal. Und das Schöne an den Gussprodukten ist, es geht deutlich schneller. Es ist deutlich weniger Sauerei als in der Küche. Und die Waffeln werden wirklich fluffiger. Oh, da freue ich mich. So, jetzt drehen wir das Waffeleisen einmal. Oh, schaut euch das mal an. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, von der anderen Seite sich das auch schon lösen lässt. Braucht noch ein bisschen was, also nicht rumdiskutieren, das ist wie das gleiche Prinzip beim Fleisch, lässt es sich nicht lösen, diskutieren wir nicht. Nochmal den Deckel runter, nochmal 5 Minuten warten, 3 Minuten warten und dann können wir die Waffel rausholen. Ach so, Freunde, wie das duftet, der Wahnsinn. Und ah, die sieht aber auch schon klasse aus, total luftig, lässt sich hervorragend lösen. Oh, da. Bisschen Blaubeeren rüber. Freunde, richtig fluffig. Dauert nur wenige Minuten. Wir haben keine Sauerei mehr in der Küche. Viel Spaß beim Nachgrillen. Liebe Grillfreunde, lass uns das bitte alles mal kurz zusammenfassen. Guss ist einfach ein hervorragendes Produkt für den Grill, aber auch induktionsgeeignet. Das leitet natürlich alles. Im Grill haben wir logischerweise weniger Sauerei. Wir können, egal was wir machen, ob wir in den Gusspfannen geriffelten Thunfisch ein normales Steak angrillen, ob wir mit einer glatten Pfanne ein bisschen Gemüse machen, Bratkartoffeln machen. Wir können das Ding auf 350, 400 Grad hochballern. Das ist überhaupt kein Problem und können dann einfach total mit den Temperaturen spielen. Wenn das fertig ist, angebraten, können wir logischerweise Soßen hinzufügen, dass das alles noch ein bisschen kochen, köcheln kann. Mit Deckel, ne, bei den schönen dicken Steaks, Nackensteaks mit den Zwiebeln, dass wir da einfach schön drin arbeiten können mit Deckel. Das macht einfach Spaß und Laune. Es gibt unzählige Möglichkeiten in jeglichen Formen
und Größen, oval und rund und eckig, geriffelt und glatt und mit Deckel und ohne Dutch Oven, ja, nicht erwähnt, großartig. Es ist vom Handling her immer das Gleiche. Kommen wir ganz, ganz kurz zur Pflege, und das ist mir ganz wichtig. Keine aggressiven Reiniger bitte rein, nicht in die Spülmaschine. Wir können das einfach ein bisschen einweichen lassen und mit dem Schwamm, mit dem Lappen einfach auswaschen. Wichtig ist im Nachgang mit einem Fettspray einsprühen, dass das Fett, das Guss quasi versiegelt, dass kein Flugrost entsteht. Mit der Zeit entsteht durch das Grillen, das Braten, damit arbeiten eine Patina. Das ist nochmal der bessere Schutz. Wenn was ganz fies angepappt, angebrannt ist, einweichen lassen, dann gibt es hier so einen Stahlschwamm. Dann können wir damit quasi über das Produkt reiben, bis sich die Verkrustung, das Eingebrannte löst. Dann kann ich den wieder einbrennen, einfetten, einsprühen und ganz normal damit arbeiten. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, genauso wie mir das Vorbereiten und Arbeiten mit unseren Gussprodukten. Ihr wisst Bescheid, klickt, liked, teilt, rastet aus, schreibt einfach wie bekloppt, wenn ihr Fragen habt. Ruft uns an, schreibt eine E-Mail oder noch schöner, kommt vorbei. Dann könnt ihr mal die schweren Gussmoppets in die Hand nehmen, ob mit Deckel, ohne Deckel, geriffelt, nicht geriffelt, oval oder rund oder eckig. Das, was euch gefällt. Ich bin raus, euer Benni.